Kevin und Jill sind vor einigen Monaten zusammengezogen. Aber vor wie vielen Monaten genau? Kannst du es anhand des Bilds herausfinden? Am Kühlschrank hängt ein Putzplan. Darauf sind farbige Sticker mit den Namen der beiden zu sehen. Offenbar gilt der Plan schon seit 5 Monaten. Also müssen die beiden wohl vor 5 Monaten zusammengezogen sein. Bald ist Silvester und Kevin hat Jill eingeladen, die Weihnachtsferien bei seinen Eltern zu verbringen. Als beide dort ankamen, stellte Kevin Jill sogleich seinem Vater und seinen 2 Brüdern vor. Plötzlich kam seine Mutter mit ihren 2 besten Freundinnen ins Haus. Sie waren gerade shoppen. Kannst du Jill helfen, herauszufinden, welche der 3 Frauen Kevins Mutter ist? Die 3. Frau. Das Muttermal auf ihrem Gesicht ist identisch mit dem von Kevin. Außerdem ist sie die einzige Frau mit natürlichen blonden Haaren. Bei den anderen beiden Frauen sind dunkle Ansätze zu sehen. Kevin hat Jill durchs Haus geführt. Er wollte mit ihr ein Ratespiel im 2. Stock spielen. Jill sollte erraten, welches der 3 Schlafzimmer früher Kevins Kinderzimmer war, als er noch bei seinen Eltern lebte. Und? Das 2. Zimmer. Kevins Name steht an der Wand. Das Graffiti ist zwar mit Farbe überdeckt, aber es ist immer noch zu sehen. Außerdem ist auch seine derzeitige Wohnung mit Graffitis besprüht, weil Kevin seinem Hobby immer noch nachzugehen scheint. Vor dem Abendessen wollten Kevins Brüder ihm und Jill einen Streich spielen. Sie stellten 3 Schüsseln Snacks hin, doch nur in einer Schüssel gibt es etwas wirklich Genießbares. Für welche Schüssel sollten sich Kevin und Jill entscheiden? In der 1. Schüssel waren Spinnen. Die 2. Schüssel enthält nicht nur Chips, sondern auch Lego-Teile. Und in der 3. Schüssel sind ein paar alte Socken untergekommen. Die sicherste Option wäre also die 2. Schüssel. Die beiden müssen die Lego-Teile nur aussortieren. Beim Abendessen stellt Kevins Mutter Jill einige sehr unangenehme Fragen. Jill hat 4 Sachen von sich preisgegeben. Auf ihrem College war sie die Jahresbeste. Sie trägt keine Tattoos. Jill und Kevin haben sich online kennengelernt und ihre Lieblingsfarbe ist blau. Doch nur 3 Fakten sind wahr. Was stimmt nicht? Jill hat ein Tattoo. Schau mal, ihr Fußgelenk. Am nächsten Morgen hat sich die ganze Familie im Wohnzimmer versammelt, um zu frühstücken und Geschenke auszupacken. Welches Geschenk hat Jill von Kevins Mutter bekommen? Dieses blaue Geschenk. Es ist das einzige mit einer anderen Farbe. Kevins Mutter wusste wohl, dass Jill vorbeikommen würde, nachdem sie Bescherung mit ihrer Familie hatte. Außerdem hat Jill erwähnt, dass ihre Lieblingsfarbe blau sei. Kevin und Jill gingen in der Nähe wandern. Es fing an zu schneien, also verbrachten sie eine romantische Nacht im Wald. Sie haben sich eine süße Hütte gemietet. Am nächsten Morgen stieg Jill aus dem Bett und bemerkte, dass die Rucksäcke verschwunden waren. Sieh dir mal das Bild an. Errätst du, wer das Zeug gestohlen hat? Kevins Brüder stecken wieder dahinter. Im Schnee sind Fußspuren 2 Personen zu sehen und einer der Brüder hat einen seiner lila Handschuhe fallen lassen. Kevins Brüder sprangen also aus der Scheune heraus, in der sie sich versteckt hatten. Sie hatten Lust auf einen Spaziergang und entdeckten eine geheime Basis in den Bergen. Sie war gut bewacht, doch Mike konnte eine offene Tür erspähen. Als Mike eintrat, fiel die Tür hinter ihm zu. Vor ihm standen 3 Tonnen. In der 1. loderte ein Feuer, die 2. war voller Säure und in der 3. steckte eine angeschaltete Kettensäge. Plötzlich ertönte eine geheimnisvolle Stimme. In jeder Tonne gibt es einen Schlüssel für die Flucht. Du darfst die Tonne nicht bewegen. Wie ist Mike entkommen? Er hat ein paar Eiszapfen von der Decke gepflückt und in die 1. Tonne geworfen.
Das Eis ist geschmolzen und das Feuer wurde gelöscht. Die beiden setzten ihre Reise fort. Bald darauf machten sie eine Pause und snackten etwas. Kevins zweiter Bruder Andy entdeckte eine Höhle. Als er sie betrat, war der Ausgang verschwunden. Nun musste er sich zwischen drei Türen entscheiden. Hinter der ersten warteten giftige Skorpione. Hinter der zweiten war ein Schlaftrank aufgestellt, den er leer machen musste. Und hinter der dritten brüllte ein hungriger Tiger. Für welche Tür sollte sich Andy entscheiden? Er sollte den Schlaftrank nehmen, ihn über sein Sandwich kippen und dem Tiger zum Fraß vorwerfen. Sobald der Tiger in den Schlaf fällt, kann Andy durch die dritte Tür entkommen. Jill, Kevin, Andy und Mike gingen nach Hause, als sie bemerkten, dass ihnen Pumas auflauerten. Die vier rannten um ihr Leben und trafen auf einen Tunnel. Der war echt dunkel und gruselig. Sie haben nur 12 Minuten, um ihn zu durchqueren. Mike braucht 1 Minute, Andy 2, Jill 4 und Kevin 5 Minuten. Sie teilten sich in 2 Paare auf. Die Kids haben nur 1 Taschenlampe und zu viert können sie auf keinen Fall durch den Tunnel. Wie kommen sie da durch? Andy und Mike gehen zuerst mit der Taschenlampe durch den Tunnel und brauchen 2 Minuten. Mike geht dann zurück. 9 Minuten bleiben übrig. Kevin und Jill rennen nun mit dem Licht durch den Tunnel und übergeben es an Andy. Das dauert weitere 5 Minuten. Andy holt dann Mike ab und zusammen brauchen sie nochmal die verbleibenden 2 Minuten. Kevin und Jill waren zurück zu Hause, doch das Abenteuer war noch nicht vorbei. Ihre Wohnung wurde gestern ausgeraubt. Sie riefen die Polizei und befragten die Nachbarn. Dan sagte, er habe die Ferien auf der Arbeit verbracht und sei gar nicht zu Hause gewesen. Vicky habe die ganze Zeit Kopfhörer getragen und Musik gemacht. Sie habe nichts mitbekommen. Und Emily sei bei ihrer Schwester gewesen, weil die Renovierungsarbeiten in ihrer Wohnung fertiggestellt worden sind. Wer lügt? Emily, wenn die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, warum sieht ihre Wohnung dann aus wie bei Hempels unterm Sofa? 2 Jahre später heirateten Kevin und Jill. Ach, am Hochzeitstag bemerkte Kevin, dass Jill ihre Halskette in ihrer Tasche vergessen hatte. Er ging also ins Umkleidezimmer, um den Schmuck zu holen. Doch plötzlich standen 3 identische Jills mit 3 identischen Hochzeitskleidern da. Jills Vater ist ein Wissenschaftler und hat seine Tochter 2-mal geklont, um Kevins Liebe auf die Probe zu stellen. Hilf Kevin, die richtige Braut zu finden. Es ist die dritte. Sie hat ein Tattoo am Fußgelenk, erinnerst du dich? Na klar tust du das. Ihre Klone haben keins, denn Tattoos sind genetisch nicht vererbbar. Jill ging nach unten, um ihre Brautjungfern zu begrüßen. Doch als sie sie sah, schrie Jill ihren Vater an, weil er wohl schon wieder einen seiner verrückten Streiche spielte. Eine der Brautjungfern war ein Roboter. Aber welche? Die elegante Dame dort drüben, was macht sie denn da mit ihrem Kopf? Kevins Mutter sollte sich um das Festessen kümmern. Doch als sie in die Küche ging und das Essen von der Catering-Firma genauer unter die Lupe nahm, wurde sie sauer. Sie rief beim Unternehmen an und schrie den Manager an, das Desaster sofort in Ordnung zu bringen. Was hat sie nur so aufgeregt? Schau dir mal die Torte an. Dort oben drauf sind 2 grüne Goblins anstelle von Braut und Bräutigam. Kevin und Jill verbrachten ihre Flitterwochen in der Karibik. Das Hotel sah zugegeben ziemlich gespenstisch aus, aber trotzdem blieben sie dort. Das Fachpersonal überließ den beiden die Wahl für ein Zimmer. Welche der verbleibenden Optionen würdest du den beiden empfehlen? Auf den Laken im ersten Zimmer sind komische Flecken. Im zweiten Zimmer sind Spinnenweben auf dem Kronleuchter zu sehen. Das dritte Zimmer sieht ziemlich okay aus.
Jill wollte ein bisschen im Swimmingpool entspannen. Auf ihrem Weg zur Umkleide lief sie an einem Fernseher vorbei. Eine Eilmeldung. Jemand hatte einen Zombie in der Stadt gesehen. Die Kreatur ging wohl Richtung Stadtzentrum und könnte jetzt überall sein. Zum Glück können Zombies nicht so gut schwimmen und sie sind auch sehr langsam. Jill kam in der Umkleide an und traf auf drei Frauen. Ob da ein Zombie unter ihnen ist? Diese Frau hat einen Verband am Bein. Niemand würde mit Verletzungen schwimmen gehen, es sei denn, man ist ein Zombie. Zurück im Hotelzimmer hat Kevin eine geheime Tür entdeckt, die zu einem Tunnel führt. Er durchquerte ihn und hat ein ganzes Diamantenlager gefunden. Plötzlich schnellten Gefängnisbarren von der Decke herunter. Kurz darauf eine Stimme. Du darfst alle Diamanten mitnehmen und fliehen, wenn du dich für den richtigen Trank entscheidest. Es gibt drei Optionen. Der erste Trank macht Kevin unsichtbar, der zweite wird ihn in einen Vogel verwandeln und der dritte Trank macht ihn super groß. In 5 Minuten konnte Kevin mit einem riesen Sack Diamanten zu Jill zurückkehren. Welchen Trank hat er genommen? Den zweiten. Als kleiner Vogel konnte er durch die Barren fliegen. Am nächsten Morgen wachte Jill auf einer kleinen, flachen, verlassenen Insel auf. Sie lag 10 Meter über dem Meeresspiegel. Die ganze Küste war zerklüftet und die Gewässer voller Haie. Die Insel war außerdem von trockener, entflammbarer Vegetation bedeckt. Plötzlich schlug ein Blitz im Westen der Insel ein und ein Feuer brach aus. Der Wind hat das Feuer in einer perfekt geraden Linie über die Insel gezogen. Es gab keine Lücken in der Feuerwand. Das Feuer war nicht zu bändigen. Jill konnte es nicht einfach so löschen. Auch über die Felsen konnte sie nicht flüchten. Und der Wind ändert auch nicht mehr seine Richtung. Wie kann Jill überleben? Jill kann ein zweites Feuer legen, das hinter ihr brennt. Wenn das erste Feuer dorthin gelangt, ist der Brennstoff bereits aufgebraucht und Jill ist vor dem ersten Feuer sicher. Außerdem hat's gewittert, also wird's wohl auch bald regnen. Der Regen wird das Feuer löschen und Jill überleben. Wow, was für Flitterwochen. Ich bleib lieber Single.